بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, wie ihr wisst, in Deutschland leben ca. 84 Millionen Menschen, davon ca. 5 Millionen Muslime. Und leider muss man sagen, dass immer mehr Muslime, oder eigentlich nicht immer mehr Muslime, immer mehr Muslime kehren zurück. Aber man muss auch sagen, dass sehr, 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 sehr viele Muslime durch diese gescheiterte Dauer der letzten 40 Jahre sehr wenig den Islam praktizieren. Ja? Es gibt manche Leute, die schätzen, dass nur 1% der Jugendlichen überhaupt 5-mal am Tag betet. Ja, Freundin zu haben, das ist schon was wie eine Normalität. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, jemand, der Allah liebt, jemand, der den Propheten alaihi salam liebt, jemand, der den Islam liebt, kann das nicht kalt lassen. Ja? Deswegen, wenn das kalt ist, wenn das egal ist, ja, der soll sich lieber das Buch kaufen, Zeichen der Munafikun, soll sich das durchlesen. Der braucht sich diesen Vortrag, meine Worte, jetzt nicht mehr weiter anzuhören. Wer Allah subhanahu wa ta'ala liebt, der möchte auch, dass die Menschen diese Religion praktizieren. Der möchte den Islam sehen, der liebt den Islam. Die Liebe ist die Seele des Tauhids, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir wieder neue Pläne, wie wir die Dauer nach vorne bringen können. Wir wissen, viele Moscheen stehen unter Druck, andere Moscheen gleichen Folklorevereinen, wo irgendwelche Leute, die unter Minderwertigkeitskomplexen gerne Präsident spielen wollen. Andere Moscheen wissen halt nicht, wie es funktioniert. Fakt ist jedoch, wir müssen die Dauer von der Moschee auf die Straße tragen. Denn wenn wir alle Moscheen in Deutschland zusammennehmen und alle Moscheen zusammennehmen, wo es deutschsprachigen Unterricht gibt, würden wir noch nicht mal 0,01% der Bevölkerung in Deutschland erreichen. Und man sieht auch das Ergebnis, es wird von 2500 Moscheen gesprochen, aber man sieht, wie wenig diese Moscheen Auswirkungen hatten auf das Praktizieren der Muslime, wenn einige Brüder und Schwestern schätzen, einige türkische Brüder schätzen, dass nur 1% der türkischen Jugendlichen überhaupt 5-mal am Tag beten. Das ist nicht meine Schätzung, das ist die Schätzung von einigen türkischen Brüdern. Ja? Das heißt, die Wirkung ist verfehlt und die Wirkung kann auch gar nicht kommen. Die Dawa muss von der Moschee nach draußen getragen werden. Ja? Und der Prophet hat die Dawa nicht nur in der Moschee gestartet, der ist auf die Märkte gegangen, der ist zum Berg Safa gegangen, der ist in Downtown Mekka zur damaligen Zeit gegangen, zur Kaaba, und der hat Dawa in Wohnungen gemacht, in Häusern. So ist zum Beispiel Khabab ibn Arrah zu Sa'id ibn Zayd und Fatima bint al-Khattab gegangen, hat ihm Koran beigebracht. Und deswegen, was wir einführen wollen, Brüder, und ihr müsst mitmachen, wenn ihr diese Religion liebt, wir wollen jetzt anfangen, überall Dauerteams einzurichten. Dauerteams, deswegen, ihr sollt 10 bis 20, 30 Brüder oder Schwestern sammeln. Das heißt, entweder eine Schwesterngruppe oder eine Gruppe von Brüdern, und ihr sollt euch einmal in der Woche in der Wohnung treffen. Einmal in der Woche in einer Wohnung treffen. Ihr sagt uns Bescheid, wir werden inshallah zu euch vorbeikommen. Inshallah einen Dauerkurs geben. Oder wir werden euch irgendwohin einladen. Dort werden wir euch einen neuartigen Dauerkurs beibringen, wo einige Brüder 4 Leute am Tag zum Islam durchbringen. Ja? Wir werden jetzt inshallah am Samstag anfangen in Niedersachsen. Es werden dort mehrere Dauerteams von verschiedenen Städten zusammenkommen. Und was wir jetzt wollen, ist, wir wollen das expandieren. Wir wollen in mindestens 100 Städte in Deutschland, wir haben jetzt schon einige, wollen wir solche privaten Dauerteams machen. Was ganz wichtig ist, ist vor allen Dingen für die Brüder und Schwestern in Mönchengladbach. Ja? Konrad Adenauer, der hat mal gesagt, der erste Bundeskanzler, es ist keine Schande hinzufallen, ja? Und es soll nicht gefährlich sein, seine Schande nicht wieder aufzustehen. Ein Muslim darf sich nicht damit zufrieden geben. Ich habe leider zu wenig Zeit. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs. Aber ein Muslim darf sich nicht damit zufrieden geben, dass ein Käfir wie ein Wilfried Schulz und Co. triumphieren. Ein Muslim kann sich nicht damit zufrieden geben, wenn er sieht, dass Frauen, die früher einen Hijab getragen haben, den Hijab ausziehen. Deswegen muss die Shayatin, die dort irgendwelche Gerüchte verbreitet haben, ja, man muss sie zur Rede stellen. Deswegen, wenn einer ein Problem mit mir hat, ja, dann soll er mich kontaktieren. Ja, und dann können wir ihm alle Sachen klar auf den Tisch legen. Fakt ist, wir sind entschlossen heute wie gestern. Und uns kann man nur stoppen, wenn man uns mit dem Presslufthammer
die Schädel der Kain schlägt. Allahu alim, möge Allah uns festigen. Ja? Das heißt, ich bin bereit, hierfür zu sterben, für diese Botschaft. Ja? Das ist ganz klar. Und möge Allah mich festigen, möge Allah mich nicht zu denjenigen machen, die nur groß den Mund aufmachen. Das ist ganz Fakt. Wir sind für friedliche Verbreitung, es ist der Fakt, es ist eine Tatsache, wir sind für friedliche Verbreitung dieser Botschaft. Aber wir müssen auch mit Gegenstand, mit Widerstand rechnen. Aber mit Widerstand haben auch unsere Vorbilder, die Sahaba, gerechnet. Die sind teilweise auf heiße, glühend heiße Steine gelegt worden, dass ihr Fleisch verbrannt ist, sodass sie ihr Fleisch riechen und hören konnten, wie es verbrennt. Die sind teilweise mit einem Speer in die Genitalien gestochen worden. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen weitermachen. Deswegen sage ich zu den Brüdern und Schwestern in Mönchengladbach, sammelt euch in Wohnungen. Sammelt euch in Wohnungen. Trefft euch dort. Macht dort. Ihr trefft euch in einer Wohnung. 10, 20, 30 Brüdern oder Schwestern und schaut euch Vorträge an oder jemand macht einen Vortrag. Ich bin hier gerade auch mit einigen Brüdern aus Mönchengladbach, dass ihr dort loslegt. Ihr müsst euch sagen, jetzt geht's richtig los. Ja, jetzt geht's nochmal doppelt so stark los, wie früher war. Dauer ist nicht abhängig von einer Moschee. Diese Moschee wäre im März damals sowieso weg gewesen. Ja, es ging um ein baurechtliches Problem. Man hat versucht, diese Leute platt zu machen, weil man wusste, dass die Dauer dort einfach zu stark ist und nicht, weil Brüder Fehler gemacht haben, ja, sondern in erster Linie, weil die Dauer so stark war. Und das muss man kapieren. Aber es ist keine Schande und keine Niederlage, eine Moschee zu verlieren. Der Prophet hat im 13. Jahr nach der Hijra hat er eine andere Moschee verloren als die popelige Moschee in Aiken. Der Prophet hat die Masjid al-Haram im 13. Jahr verloren. Aber kurze Zeit später hat er dafür eine andere Moschee aufgemacht, beziehungsweise zwei in Medina. Und einige Jahre später kam er wieder nach Mekka. Deswegen, ihr müsst euch sagen, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Deswegen habe ich auch damals gesagt, mir ist es egal, ob die Moschee zugemacht wird. Warum? Weil die Moschee ist ein Mittel, um die Dawa nach vorne zu tragen. Und die Dawa wurde so nach vorne getragen, dass die ganze Stadt, wie keine andere Stadt in Deutschland, die Hujja, die Warnung bekommen hat. Dass 12 Leute im Verlauf dieser ganzen Schrotts den Islam angenommen haben. Und dass die Spreu vom Weizen getrennt wurde. Deswegen, liebe Geschwister, macht weiter. Macht weiter, lasst euch nicht einschüchtern. Das ist gerade das, was die Kuffar wollten. Sie wollten die Dawa stoppen. Die Moschee ist ein Mittel für Dawa. Das Ziel ist die Botschaft. Das Ziel ist nicht die Moschee. Ja? Eine Moschee ohne Botschaft ist leer. Ist wie ein Körper ohne Seele. Aber die Seele braucht nicht unbedingt einen Körper, um darin zu wohnen. Ja, bei Menschen ist das so. Aber die Seele des Islams, diese Dawa, die braucht keine Moschee, um darin zu wohnen. Die kann auch in Wohnungen stattfinden. Das ist das, was der Prophet a.s.w. gemacht hat. Als der Prophet Mu'adh ibn Jabal nach Jemen geschickt hat, er hat nicht gesagt, das Erste, was du machen sollst, ist bauen eine Moschee, sondern er hat gesagt, das Erste, was du machen sollst, ist rufe zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Als er Mus'ab ibn Umair nach Medina geschickt hat, hat er nicht gesagt, das Erste, was du machen sollst, ist, ja, baue eine Moschee, sondern rufe erstmal zu La ilaha illallah. Und dann, als der Prophet kam, hat er eine Moschee gebaut. Aber warum? Weil schon La ilaha illallah in die Häuser reingegangen ist. Deswegen, macht weiter. Und ich sage, rufe hiermit auf. Nicht nur die Brüder und Schwestern in Mönchengladbach. Ja, das heißt, ihr macht einmal die Woche, trefft ihr euch in den Häusern, dann macht ihr einmal die Woche Street-Dauer. Ja? Es ist ganz normal. Und die Shayatin, die euch erzählt haben, ja, dass die wahre Dauer nicht bekämpft hat, möge Allah sie recht leiten oder vernichten. Amin. Ja, weil die wahre Dawa wird immer bekämpft. Die Dawa wird immer bekämpft, wenn sie zwei Eigenschaften hat. Erstens, wenn sie zu Allah ruft. Und zweitens, wenn sie mit Weisheit gemacht wird. Und Weisheit heißt nicht, dass man nicht bekämpft wird. Weisheit heißt was ganz anderes. Das ist eine Entstellung der Bedeutung des Korans. Weisheit bedeutet, Imam Shawkani sagt, بِالْحُجَّجَ الْمُقْنِعَ الْقَاطِعَ mit Beweisen, die klar sind und überzeugend sind. Das heißt, die Dauer, die effektiv ist, das ist die weise Dauer. Die Dauer, die Einfluss hat, die Dauer, die Leute überzeugt. Die Dauer mit Koran und Sunna, wie Tabari sagt. Das heißt, man ruft zu Allah,
Und man ruft mit Weisheit, das heißt effektiv zu Allah. Die Dawa, die effektive sind zu Allah, es wird bekämpft. Aber ein Daya, der darf niemals liegen bleiben. Der Prophet Mohammed a.s. ins Feuer geschmissen worden. Deswegen rufe ich auf, nicht nur in Mönchengladbach, sondern in Köln, Bonn, Siegburg, Troisdorf, St. Augustin, Euskirchen, Düren, Leverkusen, Wuppertal. Liebe Brüder und Schwestern, ruft alle eure Freunde an, sagt, wir machen private Dawa-Teams in unseren Häusern. Oberhausen, Bergisch Gladbach, Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Hilden, Felbert, Solingen, Bocholt, Bremen, Kiel, Lübeck, Flensburg, Neuwied, Koblenz, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Stuttgart, Ulm, Nürnberg, Augsburg, München, Ingolstadt, Berlin, Offenbach, Kassel, Aschaffenburg, Schweinfurt. Alle Städte und andere Städte, sammelt euch in Wohnungen und vertraut uns. Wir werden inshallah kommen, wir werden euch einen Dawa-Kurs geben und dann werden inshallah jeden Tag mehrere Leute den Islam annehmen in der Stadt. Alhamdulillah, Brüder, wir lieben den Islam. Egal was passiert, es geht weiter, bis der Kopf fliegt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Und möge Allah alle Menschen in diesem Land recht leiten. Subhanahu wa ta'ala, wir haben dich geschätzt, weil der Ilah das darf für die Gott überlegen.